So, und damit erstmal herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Townsman. So, da geht's auch gleich weiter mit dem Intro. Was für einen schönen Tag, Herr Stadthalter. Ein wenig kalt, aber dennoch sehr schön. Lassen Sie uns zur Einweihung des Wirtshauses gehen. Es ist gerade fertiggestellt worden. Ihr habt die Ehre verdient, die Flasche gegen das Gebäude zu werfen. Es soll ja bekanntlich Glück bringen. Hört ihr dieses Geräusch? Was könnte das nur sein? Seid ihr verletzt, Herr Stadthalter? Das war eine Lawine, die das Dorf getroffen hat. Zum Glück steht das neue Wirtshaus noch. Oder auch nicht. Verdammt, das Wirtshaus! So war das jetzt nicht geplant. Genau, hier kriegen wir nochmal gesagt, ne, falls ein Gebäude mal drauf gehen sollte, bekommt man so ein bisschen als Anhaltspunkt nochmal mit einem Schild angezeigt, wo das stand. Mein Herr, ein Wohnhaus ist bei der Lawine zerstört worden. Wir sollten es schleunigst wieder aufbauen, bevor unsere Bewohner das Dorf verlassen werden. So, großes Stadthaus, genau, das war das hier. So, hier müssen wir tatsächlich auch mal reparieren. Hat einige Schäden angerichtet in unserem Dorf. Hm? Im Winter kann der Bauer kein Getreide ernten, weil sie in anderen Arbeiten zu, während Schnee liegt. So, das werden wir tatsächlich mal machen. Die sollen ja fleißig sein. Hm? Da kann er sich nämlich um die Schafe kümmern. So, hier haben wir die erste Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. So, da kriegen wir noch ein paar Steine. So, jetzt bauen wir erstmal das große Wohnhaus. Das machen wir als erstes. Da weisen wir aber direkt noch einen zweiten Arbeiter zu. Zwei Träger sollten, denke ich, erstmal reichen. So, wir sitzen mit Lebens... Oh. Unsere Bauernhöfe werden in diesem Winter keinen Weizen produzieren können, mein Herr. Wie wäre es, einige Taunis in die Wälder hinauszuschicken, damit sie Rehwild jagen gehen? Wäre tatsächlich eine Alternative. Müssen wir tatsächlich mal gucken, ob wir das nebenbei machen können. Ich denke mal... Müssen wir tatsächlich mal gucken, wo sich das anbietet. Ne? Hier hinten wäre halt ein guter Spot. So, eine Jagdhütte wollen sie haben. Müssen wir mal einen von den Bäumen hier wegreißen. Oh, der war sowieso schon abgebaut. So, bauen wir hier mal noch eine Jagdhütte hin. Denn wir brauchen dringend neue Lebensmittel, Freunde. Das wird jetzt erstmal so der wichtigste Part sein, um den Winter zu überleben. Wir können ja mal gucken. Das ist jetzt nur eine Nebenaufgabe, aber... Die Hauptaufgabe ist halt einfach mal, unser Dorf über den Winter zu kriegen. So. Dann mal das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Das Wohnhaus wird ja gebaut. Hier können wir nochmal Träger einstellen. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. So ein bisschen wie Micromanagement, was wir nebenbei so ein bisschen machen. Ist aber tatsächlich ziemlich liebevoll gemacht. Man kann auch relativ weit rauszoomen, ne? Für größere Übersicht und aber man kann halt relativ weit ranzoomen. Das ist halt auch ziemlich cool. Sehr gut, mein Herr. Nun können wir uns dem Wiederaufbau des Wirtshauses widmen. So, da kriegen wir wieder eine Belohnung rein. Sehr schön. Bisschen Holz. So, die Nebenaufgabe läuft noch. Ne? Unser Jäger. Eure Lordschaft, um fortschrittliche Gebäude wie zum Beispiel das Wirtshaus zu errichten, benötigen wir das entsprechende Werkzeug. Das Bergwerk ist durch die Lawine zum Einsturz gebracht worden, mein Herr.
Da wir ein Eisenvorkommen im Osten des Dorfes entdeckt haben, wäre dies der ideale Ort für ein neues Bergwerk. Ja, hier hinten haben wir Eisen. Sache ist natürlich, wir müssen mal gucken. Wir brauchen halt Bretter, glaube ich, oder? Wir können mal gucken, ob wir das nebenbei machen können. Bergwerk. Ah, wir bräuchten rein theoretisch Bretter. Werden wir mal zusehen, dass unsere Gebäude hier mal fertig werden. Werden wir überall mal noch einen zweiten einweisen, damit das schneller fertig wird hier. Aktuell haben wir nämlich genügend Bewohner. So, wichtig ist jetzt natürlich erstmal die Jagdhütte, damit wir wieder Lebensmittel rankriegen. Herr Statthalter, es tut mir leid, aber ein Schneesturm bewegt sich auf das Dorf zu. Solange ein Sturm herrscht, werden Händler und das Dorf nicht erreichen können. Sie werden euer Dorf erst aber wieder besuchen, sobald das Wetter besser wird. Also diese Nachricht kommt aber tatsächlich jedes Mal, wenn wir jetzt Winter haben und Schnee fallen. Die werde ich also nicht jedes Mal wieder neu vorlesen. So, sehr schön. Mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen, war das keine Lebenaufgabe? Ach, wir sollen zwei Jagdhütten bauen. Okay. Ja, dann bauen wir doch nochmal eine zweite Jagdhütte. Was sagt denn unser Sägewerk überhaupt? Sägewerk sieht gut aus. Holz könnten wir halt ein bisschen mehr brauchen. Können ja generell mal gucken. Stoff. Könnte auch besser laufen. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen, scheint mir. Der Schneesturm ist vorüber und die Wege sind wieder passierbar. In Kürze wird ein Händler euer Dorf erreichen. Da ist er auch schon. Die Sache ist halt nur, wir haben nicht wirklich viel, mit dem wir handeln könnten aktuell. Oder um genau zu sein, eigentlich gar nichts, mit dem wir handeln könnten. Das Problem ist halt ein bisschen, wir haben kaum noch Mehl. Wir müssten eigentlich rein theoretisch... müssten wir halt gucken, dass wir mehr Beliebtheit zusammenbekommen. So, das Gute ist aber, unser Jäger dürfte dann bald fertig werden, hoffe ich mal. So, spulen wir mal wieder ein bisschen vor. Das Einzige, was wir mal gucken könnten, Häute bekommen wir halt und die brauchen wir nicht. Können wir zumindest ein paar Häute verkaufen. Denn so viel kann ich schon verraten, im aktuellen oder in der aktuellen Quest brauchen wir die noch nicht. So, sehr gut. Mehl ist halt relativ teuer, ne? Wir können mal gucken, haben wir denn überhaupt eine Mühle? Ja, eine Mühle haben wir. Dann bin ich fast darüber überlegen, zu sagen, wir kaufen noch mal ein bisschen... bisschen Weizen. Das investieren wir ruhig mal. Hat unser Bäcker auch wieder gleich ein bisschen was zu tun? So, tja, wir brauchen halt Bretter. Wir brauchen halt immer noch Bretter. Holz haben wir genügend. Wenn wir mal wieder ein bisschen auf Vorspulen gehen. Oh. Das ist nicht so gut. Oh, das ist aber ganz schön puh. War zwar eine teure Investition, aber das sollten wir durch die Beliebtheit jetzt wieder reinkriegen.
So, es ist halt wieder die Benachrichtigung mit dem Schneesturm, ne? Wie gesagt, die werde ich halt nicht jedes Mal extra nochmal neu vorlesen. So. Sehr gut, mein Herr. Dieses Bergwerk kann zusätzlich zu Eisenerz auch Steine abbauen. Nach dem Bau wird der Arbeiter direkt anfangen, Erze zu schürfen. Ihr könnt ihm aber auch den Auftrag geben, Steine abzubauen. Sehr schön. Kriegen wir sogar wieder ein bisschen Geld und ein bisschen Brot. Das ist gar nicht so schlecht. Sehr schön, sehr schön. So, als nächstes wird dann unsere Jagdhütte gebaut. Hoffe ich zumindest. Mein Herr, Kamine im Schloss können bei dieser Kälte das große Gebäude nicht warm halten. Mit Kohle könnten wir nicht nur unsere Wohnhäuser besser beheizen, sondern es kann auch zur Herstellung von Eisen- oder Goldbarren verwendet werden. Wärt ihr so freundlich und würdet eine Kühlerei errichten, dass wir Kohle aus Holz herstellen können? Kohle wird hauptsächlich zur Herstellung von Eisen- und Goldbarren verwendet. Wärt ihr so freundlich und würdet eine Kühlerei errichten, sodass wir Kohle aus Holz herstellen können? Praktisch, ne? Wenn man zwei Herrschaften mit einer Quest bedienen kann. So, das Problem ist natürlich, wie wir sehen, haben wir so ein bisschen Probleme mit Holz aktuell, ne? So. Achso, hier wird schon abgebaut, sehr gut. Hier wird schon Eisen abgebaut, wunderbar, wunderbar. So, Lebensmittel nimmt wieder zu, das ist ganz praktisch. So, hier haben wir gerade irgendeine Quest abgeschlossen. Ah, die zweite Jagdhütte. Oh, da kriegen wir jede Menge Lebensmittel. Ist tatsächlich ziemlich gut. Die Lebensmittel können wir tatsächlich ganz gut gebrauchen. So, wunderbar. Als nächstes müssen wir diese Köhlerhütte bauen. Naja, das ist auch wieder eine wiederholte Nachricht, ne? Was wir vielleicht machen sollten, wir sollten nochmal ein Wohnhaus bauen, denn wenn ich das so richtig sehe, bekommen wir langsam aber sicher so ein bisschen Probleme mit, ne? Ihr wisst schon. Mit freien Arbeitern. Die brauchen wir halt leider Gottes. Geht aber zum Glück immer relativ zügig. So. Werden wir nämlich nochmal einen zweiten Holzfäller bauen. Ja, Stadthalter. Es tut mir leid, aber ein Schneesturm. Achso, das haben wir schon. Gut, das brauche ich nicht vorlesen. Der Schneesturm wieder, ne? Da ist der Schneesturm wieder. So, müssen wir wieder ein bisschen abwarten, bis das Gebäude wieder fertiggestellt wird. Da kommt er auch schon mit dem Holz. So, sehr schön. Lebensmittel haben wir genügend. So. Bauen wir hier nämlich nochmal einen Holzfäller. Osthütte. So, können wir rein theoretisch noch einen zweiten Arbeiter reinsetzen. So. Dürfen wir erstmal genügend Träger haben. Wie gesagt, da wird alles mal ein bisschen schneller abgeholt. So, Schneesturm ist auch wieder vorbei, sehr schön. So, dann können wir uns schon mal ein bisschen umgucken. Haben wir irgendwas, mit dem wir Handel treiben könnten? Tierhäute haben wir jede Menge, das sieht schon mal gut aus. Wie sieht es mit Eisenerz aus? Ist auch gut. Verkaufen wir schon mal ein bisschen Tierhäute wieder. So, wunderbar.
So, jetzt haben wir noch einen zweiten Förster. Jetzt dürfen wir also auch wieder ein bisschen Holz kriegen. So, dann können wir als nächstes die Köhlerei bauen. Köhlerei könnten wir rein theoretisch hier oben mit hinsetzen. Ist natürlich jetzt wieder das Problem. Müssen wir mal hier ganz kurz umstellen. Brauchen wir halt wieder Holz, ne? Wir haben halt momentan noch massive Holzprobleme. So, hier kommt wieder der Schneesturm. So. Köhlerei. Köhlerei bauen wir mal da oben hin. Können wir rein theoretisch auch noch einen zweiten Arbeiter hinzufügen. Geht das wieder ein bisschen schneller. So. Hätte man rein theoretisch auch unten hinbauen können. Gleich in die Nähe von der von dem Eisenbergwerk. Aber so denke ich, verpasst das auch. So, die dürfte gleich fertig sein. Müssen wir schnell mal wieder reparieren. So, Schneesturm ist auch wieder weg, sehr schön. So, die dürfte jetzt fertig werden. Sehr schön. Es wäre ratsam, noch eine Forsthütte zu errichten, da wir nun viel von unserem Holz für die Produktion von Kohle auffinden werden. Ich empfehle nun, die Schmelze zu errichten und schon einmal mit etwas Eisen zu schmelzen. Das haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen mit der Holzfällerhütte, ne? Die haben wir jetzt schon gebaut. Oh. Sehr schön. Als nächstes dann die Schmelze bauen. Problem ist halt wieder, uns fehlen wieder so ein bisschen die Arbeiter. Ne? Wir müssen also schon wieder ein Wohngebäude bauen. So. Bauen wir hier direkt nochmal ein Wohnhaus hin. Es geht zum Glück immer relativ schnell, zum Wohnhaus hochzuziehen. So. Wie gesagt, wir lassen das Spiel momentan relativ viel im Vorlauf laufen. Aber dann sind wir natürlich ein bisschen schneller fertig. So, Schneesturm ist wieder da. Das heißt, wir können wieder nicht handeln. Wie gesagt, ich möchte ja nicht, dass wir die ganze Folge immer auf eine Fertigstellung von dem Gebäude warten müssen. Ne? Ich hoffe, dass das ist klar. So. Wunderbar, dann haben wir wieder zwei Bewohner. Hier müssen wir mal wieder dringend reparieren. Es gibt tatsächlich auch ein Gebäude, was man bauen kann, was das dann automatisch einmacht. Dass man nicht immer jedes Mal manuell die Gebäude reparieren kann. Ne? Da haben wir hier nämlich ein Gebäude und das ist der Schreinerposten. Kann man jetzt hier im Tutorial noch nicht bauen, aber der übernimmt so ein bisschen das, was ich gerade manuell gemacht habe, nämlich die Gebäude nochmal zu reparieren. So, als nächstes müssen wir die Schmelze bauen. Ich würde fast sagen, die bauen wir mal hier oben mit hin. Ist halt relativ groß. Müssen wir mal einen Baum killen hier. So. Auch hier werden wir mal wieder zwei einstellen. So, der ist zum Bauarbeiter geworden. Sehr schön. Lebensmittel müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Aber ich gehe mal stark davon aus, dadurch, dass wir zwei Jäger haben, die dürften das eigentlich ganz gut hinbekommen. Möchte ich mal behaupten. Das müsste eigentlich ganz gut sein. So, ich würde mal sagen, während unsere Eisenschmelze fertig gebaut wird oder beziehungsweise der Bau begonnen wird, machen wir mal ein Folgenpäuschen.
Nächste Folge werden wir dann die Schmelze fertigstellen und im Anschluss, kann ich ja schon mal verraten, wird dann die Werkzeugschmiede folgen. Und mit der Produktion von eigenem Werkzeug werden wir dann hier die Baustelle des zerstörten Wirtshauses wieder aufbauen. Das werden wir dann alles in der nächsten Folge dann machen. Lasst mir gerne ein Däumchen da auf das Video, würde mich tierisch freuen. Wenn ihr mögt, kannst gerne auch ein Abo da lassen. Ja. Wir werden jetzt immer mal neue beziehungsweise generell Indie-Games spielen. Da werde ich euch immer mal so ein paar kleine, schöne Spiele raussuchen und euch die mal vorstellen. Da, wie gesagt, mit dem Abo verpasst ihr keine Folgen mehr. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge hier von Townsman. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.